und willkommen zu einem neuen Tag im Finale. Heute hat uns quasi die Sonne aufgeweckt, obwohl es Regengeräusche gegeben hat in der Nacht. Das ist jetzt unglaublich schön und da werden wir mal sehen, was wir heute alles erleben werden. Richtig. Wird, glaube ich, ein toller Tag. Ja, fix. Und wir haben schon ein Wheelie-Tutorial im Kasten. Mal schauen, was besser geworden ist. Der Marcel Weichert hat uns über Insta auf jeden Fall hat er uns gesagt, was wir fahren sollen und uns auch gleich den Track mitgeschickt. Dementsprechend machen wir das jetzt. Und natürlich ist der Track für euch dann wieder unter dem Video. Vielen Dank, Marcel. Es geht auf die Madonna-Runde sowie auf den Cacciatore und den Kibbel 2. Und dann gibt es erstmal was zum Essen und dann geht vielleicht nochmal Essen? Essen! Wahnsinn! Dann geht es vielleicht nochmal auf mehr Aussichtstour. Gerade auch jetzt hier rauf, wir fahren gerade Einfahrt Calice Ligure. Es ist nichts los. Nicht ein Auto, ein einziger Radfahrer bis jetzt. Ist echt genial. Okay, da ist schon wieder die Ausfahrt. Und das Licht ist so geil. Hammer, hoffentlich kommt das auf der Kamera rüber. Wow, wir haben halt Mitte November, gell? Ja. So, jetzt geht's gleich runter. Oh, das Meer. Und yes, da sieht man voll schön das Meer. Bye. Wuhu. Da sieht man, was er für eine Schlaufe gibt. Und es ist trocken.
auch echt geil ist. Thank you.
Bemerkung zwischen den Trails in, wie heißt es hier nochmal? Finale Borgo. Genau, Finale Borgo. Jetzt kommen gerade noch die Nüdelchen vom Nico. Grazie. Wow. Juhu, da fährt man doch umso lieber bei der Aussicht. Das ist immer so eine richtig gute Kurve hier mit mega schöner Aussicht. Und wer sich jetzt denkt, das ist eine mega Leistung vom Nico, der hat recht. Nur ich fahre immer fast gegen Bäume, Wände und sonst was, wenn ich versuche, das zu filmen. Ja. Habt ihr ein Mimi gehört? Ja, Mimi. Mimi. Sieht göttlich aus. Und gerade eben wäre mir der Nico fast hinten drauf gebrannt. Stehen wir schon wieder da, so wie diesen Urlaub jeden Tag. Und es sieht wieder ein bisschen anders aus. Und schon wieder mega geil. Ich finde es super. Und jetzt kann man nämlich genau das, was man irgendwie schwer fährt, nochmal üben. Insta-Story online. Also falls ihr uns noch nicht folgt, wir sind auch auf Instagram unterwegs.